aus dem Schwarzwald, die Pierre M. Krause Show. Gast ist heute Atze Schröder. Live-Musik kommt von Pohlmann. Und hier ist der Mann, bei dem heute mehr als nur ein Licht brennt. Hier ist Pierre M. Krause! Oh, zu spät. Okay. Hey, aber an alle, die noch da sind, Sie haben alles richtig gemacht. Und damit herzlich willkommen in Ihrem Top-Performance-Regionalsender, dem SWR-Fernsehen. Am besten Südwesten. Mein Name ist Pierre M. Krause und das ist die 603. Ausgabe dieser Sendung. Früher lief die Show, das wissen Kenner ja, dienstags nach dem Power-Performance-Comedy-Hit Hannes und der Bürgermeister. Ein Quotengarant, absolute Evergreen im Sendegebiet. Und genau diesen Erfolg wollte ich mir erschleichen und habe deshalb eine Regionalfernsehen-Rubrik par excellence ins Leben gerufen. Sie heißt Pierre und die BürgermeisterInnen. Dafür habe ich dieses Mal Stefanie Seiler besucht. Sie ist seit Januar die Oberbürgermeisterin von Speyer. Die fresheste Late Night Deutschlands zu Besuch in einer seiner ältesten Städte, Speyer. 50.000 Menschen leben hier im Schatten des prächtigen romanischen Doms. Und die Oberbürgermeisterin von Speyer ist Frau Seiler. Hallo Frau Seiler. Hallöchen, Herr Krause. Gehören Sie der Partei an? Ja, ich gehöre der SPD an. Oh, wie ist das denn, wenn man als SPD-Mitglied Wahlen gewinnt? Das müssen Sie mal beschreiben. Ja, man wird dann schon mehrmals gefragt von unterschiedlichen Landesverbänden oder unterschiedlichen Genossinnen und Genossen. Geht das noch? Ist das wahr? Ist das Realität? Ja. Und wie können wir vielleicht den eine oder andere Idee mit nach Berlin nehmen? Da arbeiten wir noch dran. Wir haben ganz viel zu tun als Oberbürgermeister. Ständig muss man eine Kirche einweihen und ein Schiff taufen und all diese Dinge. Jawohl. Womit fangen wir an? Wir fangen jetzt erstmal an, dass wir Ihnen unser Nationalgebäck zeigen. Anschließend findet heute unsere Einbürgerungsfeier statt. Und dann gehen wir noch in den Digitalisierungsausschuss. Dann auf geht's. Geht's los. Es geht da lang, das wusste ich. Was hat es denn mit diesen Speyerer Brezeln zu tun? Brezel ist doch was Bayerisches eigentlich, oder nicht? Ja, also zum einen hat Speyer mal zu Bayern gehört. Da reden wir aber ungern drüber. Wir würden behaupten, Bayern hat zu uns gehört, zur Pfalz. Ja. Und dann sind wir auch davon überzeugt, dass eigentlich die Brezel in Speyer erfunden wurde. So. Nein, die heißen nicht Berzel und machen Brezel. Ja, selbstverständlich. Die Firma Brezel macht Berzels. Jawohl. Das gibt's ja nicht. Genau. Das habe ich so ausgedacht. Nein. Ich glaube, ich bin da was Großem auf der Spur. Werden wirklich in diesem kleinen Backstüblein werden alle Berzelbrezeln für ganz Speyer geberzelt? Ja, also das ist im Endeffekt erstaunlich. Aber hier in unseren Räumlichkeiten können wir Ihnen in einer halben Stunde 1.000 Brezeln mit der Hand schlingen und rausbacken. Ja. Sie können 1.000 Brezeln mit der Hand schlingen? Eine halbe Stunde, ja. Ich habe mal an einem Tag 5 Brezeln verschlungen. Nee, du wirst einfach weg. Was sagt man, bevor man eine Speyerer Brezel isst? Reinbeißen. Gut. Wir prüfen. So, wir gehen jetzt zur Einbürgerungsfeier in den historischen Ratssaal. Ja. Und wir passen auf, dass wir nicht stolpern. Das war gar nicht beabsichtigt. Okay. Wo gehe ich denn jetzt eigentlich hin? Ja. Hallo. Hier, da, hinter Jawohl. Der Tür, wo mich keiner sieht. Verstehe. Das sind jetzt alles Leute, die in Speyer eingebürgert werden. Jawohl. Und aus verschiedenen Ländern der Welt kommen. Jawohl. Und sich dafür entschieden haben, in Speyer den Rest ihres Lebens zu verbringen. Ja. Okay. Genau. Und Sie halten jetzt eine Rede und liefern den Beweis, warum das eine gute Entscheidung war. Genau. Okay. Schieß auch gleich ab. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren. Liebe Neuspeyerinnen und Neuspeyerer, ich freue mich sehr, Sie heute in unserem historischen Ratssaal zu Ihrer Einbürgerungsfeier,
ja, wenn auch unter anderen Rahmenbedingungen als sonst, begrüßen zu dürfen. Sie sind uns alle herzlich willkommen. Und nun darf ich das Wort an einen ganz besonderen Gast geben. Herr Krause, Sie haben das Wort. Ach so, das wusste ich. Ich habe diese lange Rede, die ich intensiv vorbereitet habe, gerade leider in einer Brezel verbacken. Und ich möchte Sie auch im Namen meiner eigenen Erfahrung, die ich hier machen durfte, herzlich begrüßen, denn Speyer ist eine offene Stadt. Denn auch ich wurde herzlich willkommen geheißen und ich selbst stamme aus Baden-Württemberg. Ich möchte diese emotionale Rede abrunden mit einem sehr klugen Satz eines noch viel klügeren Philosophen, der einmal gesagt hat: Vamos a la Speyer. Oh, 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 oh. Vielen herzlichen Dank und herzlich willkommen. War eine sehr schöne Veranstaltung, Mensch. Vielen Dank. Und hier ist jetzt Digitalisierungsausschuss. Genau. Wir beim SWR sind ja auch gerade sehr darauf erpicht, irgendwas mit dem Internet zu machen. Jawohl. Also ich sehe da eine große Sache auf uns zukommen. Ich habe Ihnen was vorbereitet. Wir haben so Karteikarten gemacht. Mhm. Einfach mal mittendrin so einen Satz sagen wie: Zu viele Noobs im Web, meine Meinung. Oh. Mit der richtigen Cloud ist der Himmel immer wolkenlos. Content is King, Distribution is Queen. Das ist so. Beim SWR hat es funktioniert, das wird für Speyer wird es auch funktionieren. Damit klappt's. Vielen okay. Dank. Bis demnächst. Bis demnächst, Dankeschön. Content is King. Vielen Dank. Und Grüße an dieser Stelle an Stefanie Seiler, die bestimmt noch amtierende Oberbürgermeisterin von Speyer. Meine Damen und Herren, bleiben Sie unbedingt dran. Ich habe hervorragende Gäste heute. Atze Schröder wird gleich hier sein. Es wird Musik geben von Pohlmann. Und er spielt mit niemandem geringer zusammen als unserer der besten Showband der Welt, Smith. Ich setze immer, wenn ich nicht im Bild bin, meine Maske auf, um das nochmal zu betonen, weil wir sind hier sehr streng in den Regelungen und ich will alles richtig machen. Übrigens, nicht nur Speyer ist online, der SWR hat jetzt auch einen ISDN-Anschluss. 6 Telefone kann man da gleichzeitig anschließen. Laden Sie also jetzt schon mal das Modem, schalten Sie es ein und gehen Sie auf unseren YouTube-Kanal, da finden Sie viele exklusive Inhalte. Jetzt aktuell zum Beispiel, wie ich mit Luke Mockridge auf seinem Roller Todesängste erleide. Schauen Sie sich das an und leiden Sie mit. Der Mann, der jetzt kommt, der hat keine Angst, meine Damen und Herren, denn er ist eine, ich möchte sagen, lebende Comedy-Legende. Und ich freue mich wirklich sehr, dass er nach langer Zeit endlich mal wieder bei uns zu Gast ist. Hier ist der wirklich wahnsinnig großartige Atze Schröder! Was ist dein? Ja, ich weiß auch nicht. Wie machst du so? Okay. Ja, meistens ist es so, du hältst die Faust hin, dann kommt der Ellbogen umgekehrt. Es ist das neue Manhugging. Kannst du Manhuggen? Ich kann mir ungefähr vorstellen, was du meinst. Kurz vor der vom Lockdown war ich noch mal kurz beim Griechen. Man riecht es nicht mehr. Aber der Grieche hatte für sich beschlossen, ich mache das alles mit dem Fuß, und hat sich Spaß draus gemacht, so zuzutreten, als würde man Ronaldo faulen. Das heißt, so reihenweise lagen die Leute da. Deswegen, also die Ghetto-Faust ist so der Kompromiss. Selten ist eine Frage so angebracht gewesen, um so als Icebreaker in so einem Talk wie geht's dir, Atze? Weil es ist eine ganz verrückte Zeit und du wärst jetzt eigentlich mit deinem wunderschönen Programm, wo es ja auch um Gefühle geht, unterwegs. Und jetzt bist du natürlich nicht unterwegs. Ja, wie geht's mir? Also du fragst wahrscheinlich, weil ich so langsam zur Risikogruppe gehöre. aber wir kommen jetzt langsam auch in den Bereich, wo ich mich freue, weil ich als Erster geimpft werde. Ja. Und insofern ist alles in Ordnung. Ja, mir geht's gut. Aber es ist natürlich, um ehrlich zu sein, es ist natürlich auch ein Sonderfall. Wenn man so lange dabei ist wie ich, dann tut so ein Jahr aussetzen sich ja auch mal gut.
Für viele Newcomer kam es zur unrechten Zeit. Die tun mir leid. Wer mir am meisten leid tut, sind natürlich die, die hinter den Kulissen sind. Alle Techniker, Maskenbildner, Kostümbildner und so weiter. Und für die ist teilweise echt eine harte Zeit. Das versuchen wir durch verschiedene Veranstaltungen und Aktionen aufzufangen. Aber ich glaube, wenn es nächstes Jahr hoffentlich so zumindest die Hälfte geimpft hat, dann geht es ja auch wieder los. Bei dir ist ja auch, ich habe dich ja schon live gesehen und es ist wirklich so, selbst wenn man dich nicht mögen würde und dann in einen Live-Auftritt von dir reingeht, es kann mir keiner erzählen, dass er das nicht lustig findet. Du bist wirklich so ein Meister deines Fachs und man habe auch das Gefühl, jede Geste, jedes Wort ist sozusagen minutiös geplant. Ja, genau. Nee, wirklich nicht. Nein, also wenn meine Crew jetzt hier wäre, die würden sich gar nicht wieder erholen vor Lachen, weil ich habe immer den Anspruch, dass meine Techniker jeden Abend auch noch was zu lachen haben. Super. Deswegen wird jeder Abend so ein bisschen anders sein. Und es gab auch viele Abende in den letzten Jahren, wo die Crew schon oder noch um 7:30 gewettet hat, heute geht der Alte nicht auf die Bühne, weil ich vom Abend vorher quasi noch im Aftershow-Modus war. Und dann tatsächlich auch von 7:30 bis 8 noch mal schlafen kann und 7:55 auf der Bühne stehe. Und dann sehe ich wirklich, wie sie dann an den Mischpulten für Licht und Ton stehen und immer noch wetten, ob er, das hält er nicht durch, das kann er nicht schaffen. Und meistens ist es dann so, wenn ich so viel nach 10, 10:30 dann wieder von der Bühne komme, dass ich sage, so, Kinders, wo gehen wir hin? Ja, und es wird noch gefeiert, ne? Es ist ja nicht jeder geht ins Hotel und schließt ja sich ein. Ja. Ah, das ist toll. Ich habe eben eingangs noch mal einen Bericht über Karl Dall gelesen im Spiegel, der ja leider sich verabschiedet hat. Und bei Karl war es auch immer so, egal wie klein der Auftritt auch war, es wurde hinterher gefeiert. Es gab Aftershow-Party. Ich war damals bei Veronas Welt. Das war eine Show, die Verona, damals Feldbus, später Poth, dann gar kein Geld mehr, gemacht hat für RTL. Und Madame brauchte damals teilweise sehr lange in der Maske. Und auch zwischendurch, wenn sie den Eindruck hatte, eine Wimper sitzt nicht richtig, war sie wieder verschwunden. Es gab eine Show, da war ich mit Jürgen Vogel, Karl Dall. Und auch meine Wenigkeit. Und dann Verona musste irgendwann wieder umgeschminkt werden. Und es dauerte und dauerte. Mickey Krause, heute Mallorca-Sänger, war damals Warm-Upper in der Show. Ach Gott. Und machte schon eine Dreiviertelstunde, weil Madame war immer noch in der Maske und sang mit den Leuten und machte und dem Stropfen schon der Schweiß von der Stirn. Oh Gott. Und Karl war irgendwann weg. Und dann kam auch nicht mehr wieder. Der kam nicht mehr wieder. Dann kam ich ins Savoy Hotel in Köln und Karl saß da schön mit einem Bier an der Bar. Ich sag, Karl, wo bist du geblieben? Auf so einen Scheiß habe ich keinen Bock. Ey. Das ist exakt, ja. Das ist der Typ. Als Karl bei uns zu Gast war, das ist jetzt 7 Jahre inzwischen her, da haben wir das mit dem Trinken nicht auf den Abend verlegt, sondern haben gesagt, machen wir so einfach während der Show. Ja, das ist das Beste, was wir machen. Und das Schöne ist, der ist ja auch ganz unverhohlen und tut auch nicht so, als würde er... Das ging auch die ganze Zeit so weit. Das war noch ein sehr, sehr schöner Abend. Wir zeigen mal einen kurzen Ausschnitt. Das war vor 7 Jahren noch in unserem alten Studio. Und ja, dieser 12-jährige Junge im Bild bin ich. Und am Ende sagt Karl etwas, was ich finde, im Grunde sein Wesen sehr gut beschreibt. Wir sollten uns gegenseitig schön saufen. Ja? Du trinkst den Rotwein aus und ich brauche einen Eimer Apfelkorn. Ja. Was ist denn eigentlich das Schöne am Altwerden? Das, kann man das auch dass man auf genießen. Nichts mehr Rücksicht nehmen muss. Ja. Mir geht alles am Arsch vorbei. Ja, sogar diese Sendung hier. Ja, mir auch. Nein! Nein! Liebe diese Sendung, meine Zuschauer, mein Sender. Ich habe von all den Fernsehauftritten, die ich von dir kenne, und es sind einige, immer das Gefühl gehabt, es geht dir am Arsch vorbei. War es nicht damals auch schon so? Ja. Ja, genau. Ja. Doch, eigentlich immer schon. Aber das ist meine Art. Das ist die Art, dass deswegen liebt ihr mich auch alle so, ihr Arschlöcher, ja? Ja. Das ist eine schlimme Floskel, aber es ist in der Tat... Also, wir denken an dich und wir halten das Andenken auf jeden Fall aufrecht. Stimmt es eigentlich, dass du jeden Morgen eine Yoga-Übung machst? Jetzt ja. Also seit dem ersten Lockdown im März hatte ich dann Zeit dafür. Meine Perle hat gesagt, so jetzt, wir sind auch nicht jünger, wir achten jetzt auf deinen Blutdruck und die Ernährung. Und dazu gehört jetzt morgens auch der Sonnengruß und ich weiß nicht, was es sonst noch gibt. Die 5 Lkw-Fahrer und wenn ich dann in der Brücke bin, legt sich schon mal jemand drunter und schläft. Ja.
Die Brücke ist eine Figur, muss man sagen. Es ist nicht so, dass es finanziell nicht gut aussieht. Das müssen wir doch mal ganz klar klarstellen. Die eigene Brücke. Die, genau. Du, wenn du dann hast du eine eigene das Brücke. Das wäre es ja überhaupt. Wenn es eine Autobahnbrücke ist, die Atze-Schröder-Brücke so. Oder Pierre M. Krause-Brücke, weil dann hat man es, glaube ich, geschafft oder ist tot. Ja, hoffen wir mal, dass wir Ersteres hinkriegen. Ja. Also gibt. Denkmäler und Brücken doch wahrscheinlich erst nach dem Ableben. Ja, das stimmt. Ich war mal in Hanau, hatte mich gewundert, dass es da ein Rudi-Völler-Denkmal gibt. Aber der lebt doch noch. Würdest du die Hand dafür ins Feuer legen? Das stimmt. Das ist völlig richtig. Ich habe mal in, Dieter Thomas Heck hat mal in Lauf gewohnt, das ist ganz in der Nähe. Und der hatte in seinem Vorgarten einen Esel. Und wie sprichst du über seine Gattin? Ja, ich wusste, ich habe extra die Pause gelassen. Entschuldigung, konnte ich jetzt nicht weglassen. Ich extra die Pause gelassen. Hildchen war super, absolut. Ja. Und er hatte eine Bronzestatue mit seinem Kopf. Er war jetzt nicht so ein großer Zweifler an seiner Person. Du hast ihn getroffen, 50 Jahre Hitparade. Sensationelle Sendung. Ja, er war ja schon tot, aber also ich habe ihn getroffen, ich habe ihn imitiert, parodiert. So. Ja. Es wurde angefragt, 50 Jahre Hitparade, Thomas Gottschalk hat moderiert, warum auch immer, weil der mit Hitparade nie was zu tun hatte vorher. Aber wer fragt noch? So, in Offenburg, Messegelände, Riesenshow, alle da. Ich wurde geschminkt zwischen Bonnie Tyler und Wenke Möhre, wer sie noch kennt. Und eben als Dieter Thomas Heck. Und dann hieß es nachmittags schon, Atze, so im Hotel, ich wollte mich gerade hinlegen auf meinen vertraglich zugesicherten Mittagsschlaf. Dann hieß es, kannst du vorbeikommen? Der Tommy möchte unbedingt eine Stellprobe mit dir machen. Der Tommy möchte unbedingt. Ja, der Tommy probt viel. Das wissen wir. Das weiß ich. Ja. So, und auf jeden Fall große Stellprobe. Ich aber schon im Kostüm, weil Tommy hat darauf bestanden, das Kostüm zu sehen, hörte ich. So, ich mit so Absätzen und so weiter. Durch die ganze Messehalle in die nächste Messehalle, Catering. Da habe ich schon alle Frauen bedauert, die in High Heels rumlaufen. Komm auf die Bühne, da steht Gottschalk noch verschlafen mit so Tränensäcken im Puma-Jogger und sagt, Atze, wie siehst du denn aus? Also er wusste natürlich gar nichts von dieser Nummer. Natürlich. Um es jetzt ganz kurz zu machen, also ich sollte als Dieter Thomas Heck in die Show und sollte, weil ja Dieter Thomas Heck nicht mehr da war, sollte ich, meine Damen und Herren, und wenn ich Ihnen dann sage und so weiter. Ja, und Thomas Gottschalk sollte so tun, als wäre ich Dieter Thomas Heck. Was ihn sehr überrascht hat, er hatte davon noch gar nichts gehört. Auch in der Generalprobe übrigens noch nicht. Und da habe ich in der Generalprobe gesagt, pass auf Tommy, ist ganz einfach. Du musst ja eigentlich nichts merken. Ich weiß, wo es hingeht, das Gespräch. Tu einfach so, als wäre ich Dieter Thomas Heck. Das ist das Einzige, worauf du achten musst, sonst funktioniert die Nummer nicht. Ich bin Dieter Thomas Heck. So, meine Damen und Herren, ne, abends Sendung, die Schlagerfans sitzen da, die übrigens alle keinen Humor haben. Ja. So, und hier ist er für Sie. Atze Schröder. So. Sehr gut. Ich denke, komm, ich antworte einfach als Dieter Thomas Heck. Vielleicht kriegen wir die Nummer noch gerettet. Alles live übrigens. Ne? Ich versuche so zu antworten. Und die erste Frage war, Atze, wenn du damals mit deiner Oma die Hitparade geguckt hast, wie fandest du den Dieter Thomas Heck? Also ich hatte null Chance. Ich könnte jetzt 2 Stunden Anekdoten nur von dieser Show erzählen. Auf jeden Fall, ich hatte so ein Mikro und sollte im Publikum sitzen. Wieder Bonnie Tyler, Wenke Möhre, Marianne Rosenberg, Atze Schröder, frisurentechnisch alles kein Unterschied. So, ich sitze da mit diesem Mikro und ab und zu sollte Tommy so ein paar Fragen an mich kriegen, damit ich, als Dieter Thomas Heck, ich weiß noch genau, wie damals der Bernhard, der Brink in der Show, so sollte ich antworten. So, ich setze mich da hin mit dem Mikro, passe auch schön auf, damit ich nichts verpasse. Nach einer Dreiviertelstunde war noch nichts passiert, aber gar nichts. Dann habe ich mein Mikro weggelegt, die nächste Matz kam und bin einfach abgehauen und lag um 12:30 in Köln im Savoy-Bett. Aber glaubt man nicht, dass das einer gemerkt hätte. Nein. Nichts zu machen. Das ist wirklich. Ich könnte wirklich ohne. Wo wir gerade übrigens beim Savoy sind, Konzi kennt sich aus, Konzi moderiert jede Woche einmal mit Thomas Gottschalk zusammen und weiß, wie gut Tommy immer vorbereitet ist. Also ich bin der vorbereitet ist. Ja, liebe, genau. Liebe Grüße von Dieter Thomas Heck. Er weiß sicher auch gar nicht mehr, dass er tot ist. Genau. Ich nehme die Geschichte mit in die Sendung. Weiß es ja nicht mehr. Ich muss wahrscheinlich auch sagen, wer du bist. Wir haben einen guten Freund von dir getroffen, weil wir auch die zärtlichen Cousinen, nicht wahr, einen Podcast sehr lieben, der auch nicht nur sozusagen ein beruflicher Freund ist, sondern auch ein richtiger Buddy. Ja, absolut. Ja. Und wir haben ihn getroffen. Herzensmensch. Ein Herzensmensch, genau. Konzi hat ihn getroffen. Wo noch mal? Im Savoy Hotel in Köln. Zweite Heimat. Ja, Till Hoheneder. Und er hat sehr von dir geschwärmt. Und eine Sache müssen wir kurz abfragen. Was ist die Hauptstadt von Kambodscha?
Phnom Penh? Ja, ist richtig, tatsächlich. Ja. Und er hat gesagt, dass du dich wahnsinnig gut auskennst mit Literatur, mit Geografie. Und es stimmt ja augenscheinlich. Und er hat noch mehr erzählt. Wir zerstören dein komplettes Image hier, Arzt. Ja, ich nehme jetzt so ein, ich nutze die Corona-Pause, Krise, um den Imagewechsel vorzunehmen. Okay, aber du musst natürlich, wir gucken jetzt das Stößchen an und derzeit überlegst du dir einen schönen Pimmelwitz, damit wir wieder ein bisschen eine Fallhöhe haben. Hier ist das Stößchen für Atze mit Till. Wir wollen gemeinsam trinken und uns unterhalten über Atze Schröder. Ja, so, sehr gerne. Erstmal unseren Stößchenkoffer aufmachen. Ja. Da sind Gläser drin und deine Aufgabe ist jetzt, das Glas zu wählen, das am besten zu Atze Schröder passt. Eine Pilztulpe, ein Weinglas, ein Weizenglas, das von der Spülmaschine sehr, sehr stumpf ist, oder aber auch ein Likörglas. Ja, Weinglas lassen wir weg wegen der Histamine, seiner Allergie. Nein, Weizen, absurd. Nimm mal ein Pilzchen. Lecker Pilzchen. Pilzchen, sehr gut. Aber wie ist es bei Atze? Was würde normalerweise, was ist sein Standardgetränk so, wenn er in der Kneipe geht oder in der Hotelbar sitzt? Was bestellt er dann? Ich habe ihn, glaube ich, tatsächlich schon alles trinken sehen. Terpentin, sowas. Hauptsache es knallt. Oder wie er immer gerne sagt, das sagt er auch wirklich immer gerne, gib mir von dem Billigsten. Stößchen, Till, schön, dass du da bist. Jetzt haben wir schon fast das Sofa versaut. Ah, das muss auch mal sein. So, womit kriegt man ihn auf die Palme? Also was packt er gar nicht? Wenn Leute sich nicht benehmen können. Wenn Leute sich nicht benehmen können und es an Achtung fehlen lassen oder schwächere drangsalieren, dann kann er tierisch abgehen. Ja, so ein Gerechtigkeitsempfinden. Ja, ich weiß nicht, ob es Gerechtigkeitsempfinden ist, aber es ist so, wenn er, was weiß ich, wenn er in der Stadt sieht, dass da zum Beispiel ein Bettler angepöbelt wird, dann muss man schon wirklich an seine Hand nehmen und sagen, jetzt du nicht, ruhig, ruhig. Wie reagieren die Leute auf ihn? Was passiert? Hast du eine schöne Anekdote für uns? Und zwar fuhren wir hier vom Savoy, vom Hotel Savoy nach Hause. Ich fuhr und an der Ausfahrt Hamm versuchen wir rauszufahren und ein Lastwagenfahrer fährt uns Schulterball wirklich zu Klump und Asche. Und wir sind total landen unten an der Ausfahrt, der Typ auch. Und ich mach so und der Typ guckt sich einfach aus dem Fenster und macht einfach hier, ne? Und das nächste, was ich sehe, ist, dass Schröder aus dem Auto springt, sich sein T-Shirt vom Leibe reißt, es war Sommer, und sich anschickt, oben das Fahrradtürhäuschen aufzumachen und der Typ nur so klock die Tür verriegelt. Und Schröder sagt, was ist los? Spinnst du eigentlich? Willst du uns umbringen? Und dann war es aber grün und er fuhr. Und ich saß die ganze Zeit, also und dann kam er mit nacktem Oberkörper wieder ins Auto zu, sich das T-Shirt an und sagte zu mir einfach nur so, Tür, es ist grün, fahr bitte. Wie kann man ihm ein Kompliment machen? Womit? Was sagt man da? Er ist relativ, finde ich, relativ uneitel. Er hat nicht das, was viele Stars haben, dieses Ergriffen von sich selbst sein. Sich selber so wichtig zu nehmen. Das hat er überhaupt nicht. Und das liebe ich auch an ihm. Du magst ihn echt? Ja, das ist, hey, das ist my man. Dann brauchen wir noch einen Trinkspruch auf Atze. Ja. Hau raus. Auf den schönsten, besten, treuesten, edelsten, allerliebsten Freund. Pierre. Atze. Stößchen. Stößchen. Wunderbar. Ganz rührend. Wirklich ganz, ganz rührend. Jetzt weiß ich auch, warum es zärtliche Cousinen heißt. Da ist was dran. Ja. Das würde man ja gar nicht so denken, wenn man Till sieht. Ne? Ja. Ist fast als Skinhead durch. Aber da kommen auch Samstagsnacht schon mal Herzchen. Oh. Ja. Und was wäre denn jetzt gewesen, wenn dieser LKW-Fahrer nicht rechtzeitig das Knöpfchen runtergemacht hätte? Weiß ich auch nicht. Und warum hast du dein T-Shirt ausgezogen, Alter? Ich habe keine Ahnung. Ich hatte es nicht im Griff. Aber ich bin letztens mit dem Fahrrad
ein Autofahrer in die Seite gefahren in Hamburg. Du bist einmal. Ja, ich hatte schöne Musik drauf, fahr so vor Sommer, ne? Und ich muss sagen, er kam von rechts, er hatte sogar recht. Fährt so, ich denke, ach, der hält wohl, fährt vorbei, pock, ich fahre mit dem Fahrrad davor. Scheiße. Er guckt mich an und macht auch so irgendwie und dann ich mit dem Kopf in den Golf rein, den er fuhr. Ich sag, Alter, ey, beruhig dich mal, sonst drehe ich dir eine Beule ins Auto. Und er sagt zu mir, was ist jetzt ernst oder was? Und da war ich komplett sprachlos. Und habe tagelang drüber lacht. Habe ich das eigentlich ernst gemeint? Wahrscheinlich nicht. Das Gute ist ja, dass du nicht erkannt wirst, ne? Ja, aber stell mal vor, ich mache so eine Nummer in Berlin-Neukölln, irgendwie hier des Todes. Ja, das... 1000 Leute vom Remo-Clan anhacken, da habe ich auch keinen Bock drauf. Also es ist so schön mit dir, wir könnten stundenlang weitergehen. Ja. Und es gibt so viele Geschichten. Ich mache dir ein Angebot, das du im Grunde nicht ablehnen kannst, weil alle Studiotüren hier per Fernsteuerung von mir geschlossen werden. Magst du nächste Woche einfach nochmal kommen und noch eine Geschichte erzählen? Da ist Ina Müller zu Gast und du bleibst einfach eine Woche jetzt hier. Stimmt. Und kommst einfach wieder. Ich bin ja jetzt auch in dem Alter, wo man hier in Baden-Baden flaniert und so. Nachmittags die Käse-Sahne oder Sachertorte. Bitte. Und ältere Damen sind sowieso langsam mein Ding. Ja, und damit meinen wir nicht Ina Müller, damit unser Gast. Damit meinen wir nicht Ina Müller, nein, sondern irgendwelche russischen Erbinnen, die es noch mal wissen wollen. Du, vielleicht lohnt sich's ja auch. Ja, ganz genau, ja. Vom Milf zum Cougar. Googeln Sie das jetzt, meine Damen und Herren, die Sie sich gerade fragen, was meint der Mann da? Vielen Dank, dass du da bist. Bleib bitte noch kurz bei uns und jetzt gibt es für dich und für Sie zu Hause noch wunderbare Musik von einem Mann, der auch schon lange nicht mehr bei uns zu Gast war, aber schon mal da war. Sein aktuelles Album heißt Falschgold richtig. Wenn jetzt Sommer wäre, war ein riesengroßer Hit, ja, an den Sie sich bestimmt erinnern. Jetzt spielt er bei uns Glashaus und er macht das nicht alleine, sondern mit unserer Showband zusammen. Wir freuen uns wirklich sehr, dass er heute da ist zum Abschluss dieser Sendung. Hier ist der wunderbare Pohlmann! Pohlmann zusammen mit Smurf! Glashaus, Falschgold richtig. Vielen Dank, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Pohlmann! Falschgold richtig ist aktuell. Bis dahin, zärtliche Cousinen, der Podcast. Vielen herzlichen Dank. Nächste Woche ist Ina Müller mein Gast. Ich freue mich sehr. Kommen Sie gut in die Nacht und auf Wiederfernsehen. Dankeschön.